Hey meine Freunde und heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute neues Video, Otter, wofür brauchen wir die, wo finden wir die, was können diese Tiere? Es geht wieder wie immer um ein 30er Tier, deswegen auch oben rechts eingeblendet Sperm Whale Killer, wieder ein fester Bestandteil dieses Videos. Ihr seht oben links auf der Map mit den roten Punkten einmal, wo ihr Otter finden könnt, und der Otter ist hauptsächlich dafür da, in großen Mengen Fisch und in moderaten Mengen Perlen zu farmen, welche sonst sehr, sehr rar zu bekommen sind. Der Otter lässt sich nur mit Prime Fish tame, ist ein passiver Tame und macht ja bei einem 30er Tier 12,4% Fortschritt pro Fütterungsvorgang. Gehen wir direkt weiter. Was solltet ihr geskillt haben? Da es sich um Tier 2 handelt, solltet ihr einmal Beast Mastery Level 2 natürlich geskillt haben, damit ihr das Tier überhaupt tamen könnt. Und ihr seht jetzt hier einmal das verwässerte Zähm auf der höchsten Stufe, damit ihr nochmal ja, eine erhöhte Zuneigung von 45% bekommt und damit auch auf die besagten 12,4% pro Fütterung kommt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ihr habt den Otter dann auf Level 30 8 bis 9 Mal zu füttern, je nachdem wie gut ihr es timet. Und es ist ein reiner passiver Tame. Er kriegt an sich keinen Flea-Modus oder dergleichen und ist am einfachsten zu finden in der Nähe oder bereits im Frischwasserbecken, sage ich mal. Wenn ihr dort Teiche oder dergleichen habt, habt ihr dort ja gute Chancen, dort auch einen Otter zu finden. Teilt sich, wie gesagt, mit den Tieren der Stufe 2 einen Spawn. Falls ihr da den Spawn ja refreshen wollt, könnt ihr das so machen. Wir haben ihn jetzt hier gleich getamed und der Otter zeichnet sich dadurch aus, dass er halt ja einen hoch multiplizierten Schaden gegen Fische macht. Ausschließlich Fische, keine Haie, Delfine oder Mantas. Und ja, er killt sie quasi One-Shot. Und gebt euch zusätzlich, wenn ihr ihn auf der Schulter habt, noch einen Isolationsbuff. Und wenn ihr den Otter halt auf Attack My Target habt und ihr seht jetzt hier den Fisch angreift, dann gehen die Otter drauf los. Ihr werdet es gleich sehen, es dauert jetzt kurz ein bisschen. Werden sie ihn einfach One-Klicken. Und ja, wenn ihr dann Glück habt, habt ihr ein paar Perlen dabei und ihr habt auf jeden Fall eine große Menge Fisch in den Ottern dann drinne oder in dem Otter, der den letzten Hit gemacht hat. Ihr seht es jetzt hier, ich habe es euch hier einmal eingeblendet. Insgesamt habe ich 3 Fische gekillt. Ist jetzt nur einer, in allen 3 waren jetzt Perlen drin, aber ihr seht es, 2 bis 3 Perlen so im Durchschnitt. Und dann habt ihr natürlich auch noch Fisch drinne und wenn ihr Glück habt, auch noch ein bisschen Fischöl. Ja, die sind halt super geeignet, da ja, sie halt diese Menge an Fisch farmen, halt als Unterwasserwachen, sage ich mal. Ihr könnt sie auch gut mit ins Trench nehmen und es ist halt die einzig ja, vernünftige Quelle, sage ich mal, wie ihr an die Perlen bei uns auf Radioactive drankommt. Ich hoffe, es hat euch an der Stelle gefallen. Bleibt gesund und ihr wisst, ja, die Pest vergeht nie. Freue mich auf euch in meinem nächsten Video und ja, schaut wieder rein, lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, ciao, ciao vom Radioactive Server.